Oh, hi Leute, das ist Anu hier und willkommen vom PTS. Mein erstes PTS-Video ist direkt eins, was viele tatsächlich erfreuen wird. Gehe ich mal stark von aus. Ihr habt ja erstmal, ich muss das kurz erwähnen, bevor wir zum Hauptteil kommen, das neue exotische Sturmgewehr Strega, die FAL, die exotische, die spielt sich richtig geil und die sieht auch hammermäßig aus. Ich gehe stark davon aus, dass die für mich bisschen so die Bighorn ablösen wird. Die Bighorn ist ja bisher so mein absoluter Favorite, was exotische Waffen angeht. Aber die Strega, Alter, was ein geiles Design, was ein geiles Ding. Ja, was soll ich euch sagen, ne? Geiles Teil. Aber wofür ihr hier seid jetzt und was richtig krass ist und worauf ich mich drauf freue und wo man eventuell sogar die Strega dann herbekommen wird, also könnte ich persönlich mir richtig gut vorstellen, ist einfach hier Fortschritt, Ranglisten, dann habt ihr hier wisst ihr ja, ne, was Open World angeht, Konflikt PvP und so, die Raids und auch die Übergriffe, die Incursions. Und schaut mal, was wir hier haben. Hier ist die Incursion Verlorenes Paradies, ne, und die Anzahl abgeschlossener Übergriffe. Hier ist die Nummer der abgeschlossenen Übergriffe für Valoops Island. Ihr seht richtig, Valoops Island wird höchstwahrscheinlich eine neue Incursion sein. Richtig geil. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob sie mit der nächsten Season kommen oder ob das hier schon fürs DLC ist. Ich hoffe tatsächlich, dass es nicht fürs DLC ist, dass das DLC noch mehr zu bieten hat und dass die jetzt einfach so mit in der Season, in der nächsten mit drin ist. Das wäre nämlich geiler Content zusätzlich zu den ganzen Änderungen, die die neuen Season-Mechaniken mit sich bringen. Aus dem Grund, ja, geiler Scheiß. Kleines kurzes Video vom PTS. Wir werden noch ein bisschen mehr vom PTS machen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, denke ich, eine sehr, 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 sehr coole News, weil die Incursion kam sehr gut an. Die macht wirklich Spaß, ist wirklich geil fürs Team. Ich habe mir noch gewünscht, dass sie, keine Ahnung, ein bisschen besser skalierbar wäre, auch für ein oder zwei Spieler oder so, aber von den Mechaniken ist er halt auf das Team ausgelegt, ne? So, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr die alte Incursion auch sehr gerne gespielt? Freut euch auf eine neue Incursion? Was sagt ihr generell dazu? Und lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei und wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut, bye.